Let's Play Enderal, willkommen zurück. Willst du zu mir? Nee. So, dann wollen wir doch. Wir sind im Sonnentempel und müssen jetzt zum Magister Schuldensau zurück, der das gleiche Talent hat wie ich, nämlich kann sich keinen Namen merken. Wir müssen ihm berichten, was da jetzt war und wie das Ritual lief und so Sachen halt. So wichtige Magie-Sachen. Ihr wisst schon. Dieser Bodenfremdländer. Ihr gehört nicht hierher. So, weg mit der Fackel. Na, wenn das mal nicht unser Wunderkind ist. Lishari hat das Ritual an mir vollzogen. Es gab Schwierigkeiten in Altrasch gerade. Ich weiß. Sie hat mir schon alles erzählt. Gute Arbeit. Auch wenn mir ein Teil ihres Berichts ein wenig überschwänglich erscheint. Aber gut, das soll der alte Arantial beurteilen. Er will euch nämlich ohnehin sprechen, weil ihr sein Interesse geweckt habt. Wer ist denn nun dieser Arantial eigentlich? Hab ich doch gesagt. Der hochverehrte heilige Großmeister dieses Ordens. Gut, im Emporium. Das ist das letzte Gebäude auf der linken Seite des Tempels. Sagt einfach der Wache, dass Arantial nach euch verlangt und sie wird euch hineinlassen. Ach ja, und bevor ich es vergesse, Madame hat euch etwas als Dankeschön hinterlassen. Ihr sollt selbst wählen. Es gibt ein Buch, eine alte Karte oder einen Beutel Groschen. Was davon wollt ihr? Ich nehme die Karte. Gut. Dann mal hopp. Wir sprechen uns später. Okay. Über die Läuterung durchsuchen, nicht nach den Motivationen irgendeines Heerführers. Dann gehen wir doch mal zum Meister Arantial. Arantial, Arantial. Der kommt mir auch so bekannt vor, der Name irgendwie Arantial. Wir sehen uns beide bei der Abend. Arantial. Gibt's bestimmt irgendwo in dem Fantasy-Dingens so einen ähnlichen Namen oder sowas. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Ah, nun. Geht weiter. Ah, geh weiter. Geh weiter, heißt es. Da bist du ja. Magister Milam sucht nach dir. Ist es das? Sieht man nicht so aus. Oder? Ist es das? Doch, ich bin richtig. Das ist ein Verdacht, Thealor. Und auf einen Verdacht hin, eine ganze Division unserer besten Männer übers Meer zu schicken, ist Irrsinn. Wir müssen herausfinden, wer die Söldner geschickt hat. Daran führt kein Weg vorbei. Diese Pekast meinte, sie haben es auf den Siegelstein abgesehen. Und wenn es ihnen beim nächsten Mal gelingt, dann weiß der schwarze Wächter, wie wir den Zyklus noch aufhalten sollen. Den Zyklus? Wenn man dir zuhört, vergisst man glatt, dass dieser ganze Zirkus hier nur stattfindet, weil du und deine neremesischen Freunde schlechte Träume hatten. Die Bedrohung ist real. Streite es ab, so viel du willst. Aber tief in dir spürst du das genauso sehr wie ich. Selbst wenn das so wäre, ein Feldherr interessiert sich für Fakten, nicht für Gefühle. Diesen Fehler hast du schon einmal gemacht, Thealor, damals in Kyra. Und wir Natara, alle wissen... Die Mission findet statt. Es tut mir leid. Du hast Besuch. Der klingt so ein klein bisschen wie Xardas. Aus Gothic. Ihr seid also das Wunderkind, von dem alle sprechen. Interessant. Ich bin Thealor Arantial, Sohn Lorios des Ersten und Großmeister des Ordens. Und es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Wie nennt ihr euch? Ich hatte mir den jetzt ganz anders vorgestellt, mehr so ein Magier. Ja, und ich werde gleich zum Punkt kommen. Ihr seid hier, weil ich glaube, dass ihr besonders seid. Und weil die Menschheit vor einer Bedrohung steht, bei deren Bekämpfung ihr unverzichtbar seid.
Ihr meint den roten Wahnsinn. Unter anderem, ja. Ich muss euch nicht erklären, dass die Lage auf Wynn derzeit chaotisch ist. Die Kriege, die lebenden Toten, gewöhnliche Menschen, die plötzlich den Verstand verlieren, um all das Offensichtlichste zu nennen. Was kaum jemand aber weiß, ist, dass etwas diese Ereignisse verbindet. Ihr aber habt dieses Etwas gesehen, genau wie ich. Die Visionen, dann heißt das, ihr wisst, was sie zu bedeuten haben, was hier passiert? Ja, und ich werde euch alles erklären, was es ist, wer wir sind und eure Rolle in all dem. Kommt, gehen wir hinaus. Vielleicht wisst ihr bereits, wer ich bin. Ich stand mein Leben lang im Dienst der Götter, die bis vor ihrem Tod vor 2 Jahren Wynn beherrschten. Was ihr aber wohl nicht wisst, ist, dass derjenige, der ihren Tod wesentlich mit zu verantworten hat, mein Sohn ist. Narazul Arantheal. Er hasste die Lichtgeborenen, weil sie seiner Meinung nach den Menschen ihr Recht auf Freiheit raubten und deshalb wollte er sie stürzen. Er fand Anhänger, scharte eine Armee um sich und erklärte ihnen, und damit auch mir als Diener der Lichtgeborenen, den Krieg. Das Ganze gipfelte vor jetzt 30 Jahren in einer Schlacht, die Narazul gewann. Er tötete jeden Überlebenden, bis auf mich, und sperrte mich in ein Verlies auf Nerim. Warum genau er das tat, weiß ich bis heute nicht. Wenn sogar der Orden der Götter den Tod der Lichtgeborenen anerkennt, wieso wissen so viele Leute nicht davon, gerade hier? Weil Stabilität momentan das höchste Gut ist, vor allem in Anbetracht dessen, was uns bevorsteht. Auf Kileh oder Kyra haben die Herrscher den Fehler gemacht und den Tod der Götter anerkannt. Und die Bürgerkriege dort haben gezeigt, was für ein Chaos eine solche Offenbarung mit sich bringt. Enderal ist die Wiege des Götterordens, der Inbegriff der Theokratie. Was passieren würde, wenn wir als Orden die Gerüchte bestätigen würden, wäre unerdenklich. Ich bin mir sicher, ihr versteht das. Was nach all dem hier kommt, ist offen. Aber für den Moment müssen wir alles in dieser Richtung dementieren. Wenn Narazul euer Sohn war, woher kam sein Hass auf die Götter? Es gab Umstände, die diese Entwicklung begünstigt haben, sagen wir es so. Aber das ist eine lange Geschichte und keine, die wir hier und jetzt besprechen werden. Aber ihr habt euch aus der Gefangenschaft befreit. Nach mehr als 30 Jahren, ja. Weil mit dem Tod der Götter auch die Magie des Kerkers verschwand. Und während meiner Flucht durch die Nordberge Nerims hatte ich sie auch das erste Mal. Die Träume. Okay. Na, da bin ich ja gespannt, was uns die Träume da jetzt sagen werden. Schwarzer Bildschirm mal wieder. Schwarz. Schwarz wie die Nacht. Ich sah immer wieder dasselbe, dieses grelle, wahre Licht und hatte das Gefühl zu verbrennen. Und darüber, wie eine Art Schleier, lag das Wissen, dass uns etwas bevorsteht. Am Anfang tat ich das natürlich als Hirngespinste eines Verhungernden ab und konzentrierte mich darauf zu überleben, aber ich scheiterte. 2 Tage nach meinem Ausbruch war meine Kraft erschöpft und ich wäre gestorben, wenn mich nicht ein ehemaliger Gefolgsmann meines Sohnes gefunden hätte. Ein Gefolgsmann eures Sohnes? Wart ihr damit nicht Feinde? Waren wir, ja. Aber er erkannte mich nicht und brachte mich zu ihrem Stützpunkt, ein altes Kloster in den Bergen. Die anderen wussten zwar, wer ich war, aber trotzdem töteten sie mich nicht, warum auch immer. Vielleicht, weil ich als Feldherr der Lichtgeborenen in ihren Augen mit ihrem Tod ohnehin bedeutungslos geworden war. Ich weiß es nicht. Was aber selbst, als ich mich erholte, blieb, waren die Tod. Anfangs behielt ich es für mich, aber irgendwann begann ich an meinem Verstand zu zweifeln und erzählte ihrem obersten Magier Konstantin davon. Der sagte etwas, womit ich nie gerechnet hatte. Ich war. Wohl er selbst, als auch viele andere magiebegabte Menschen auf Wien hatten dieselben Träume. Und je mehr wir uns über dieses Phänomen unterhielten, desto mehr bekamen wir eine Ahnung, die sich mittlerweile bewahrheitet hat. Und die wäre?
Weiter erzählen. Die Träume kommen von demselben Ort. Sie sind eine geteilte Erinnerung. Eine geteilte Erinnerung? Ihr meint, sie kommen aus einem Ort, aus einem gemeinsamen Gedächtnis? Ein kollektives Unterbewusstsein, ja. Ich weiß, dass ihr es auch fühlt und anders als wir. Und genau wie ihr jetzt noch, wussten wir die Bilder damals nicht zu deuten. Weshalb wir uns auf die Suche nach Antworten machten, in den Überresten der Zivilisation, die vor der unseren existierte, die Pyreia. Und je mehr wir forschten, desto mehr begannen wir zu verstehen. Was habt ihr herausgefunden? Drei Dinge. Erstens, es gab etliche Zivilisationen vor uns und vor den Pyreia. Vielleicht Hunderte, vielleicht Tausende. Zweitens, die Geschichte jeder dieser Zivilisationen folgte einem Muster. Sie entstanden, sie erblühten und irgendwann auf dem Höhepunkt ihres Seins verschwanden sie einfach. Mass Effect. Und drittens, dieses Verschwinden steht uns bevor. Alles, was in den letzten Jahren passiert ist und immer noch passiert, ist das erste Anzeichen dafür. Wir sind Teil eines ewigen Kreislaufs, eines Zyklus. Und unserer nähert sich dem Ende. In anderen Worten, das Ende der Welt steht bevor. Ist das nicht etwas weit hergeholt? Es gibt sicher andere Erklärungen. Hunderte Propheten haben das Ende der Welt vorhergesagt und nie ist es eingetreten. Dann machen wir das. Anfangs hielten wir das Ganze für so abstrus wie ihr vermutlich gerade. Aber irgendwann konnten wir die Augen nicht mehr verschließen. Wir begannen die Geschichte der Pyreia ausführlicher zu studieren und die Parallelen waren erstaunlich. Auch das Pyreische Reich wurde früh in seiner Zeit von einer Katastrophe geteilt, so wie Vin vom Sternenfall geteilt wurde. Und auch die Pyreier hatten eine herrschende Kaste, die sich nach dieser Katastrophe zu Göttern erklärten und lange Zeit herrschten, bis sie irgendwann gestürzt wurden. Und dann urplötzlich ein Schnitt. Die Pyreier hörten auf zu existieren. Sie wussten, dass es ihnen bevorstand, aber sie konnten es nicht abhalten. Die Pyreier nannten dieses Ereignis die Läuterung. Wo komme ich nun ins Spiel? Woher kommen meine plötzlichen Kräfte, die Visionen? Wie zum Hängen kann man eine ganze Zivilisation einfach verschwinden? Wenn die Pyreier wussten, was ihnen drohte, warum haben sie nichts dagegen unternommen? Vielleicht haben sie zu spät davon erfahren. Oder vielleicht waren sie zu schwach. Wir wissen es nicht. Wie zum Henker kann eine ganze Zivilisation verschwinden? Das ist die Frage, auf die wir die Antwort finden müssen. Es war kein gewaltsames Ende wie durch eine Naturkatastrophe oder eine magische Explosion. Zwar herrschte im Pyreischen Reich vor dem Untergang Krieg, aber als die Läuterung kam, war es, als wären alle Menschen plötzlich umgefallen und gestorben. Es ist gespenstisch. Und wo komme ich nun ins Spiel? Das ist der Punkt, warum wir eure Hilfe brauchen. Es sind nicht nur bestimmte Etappen in der Geschichte, die sich in jedem Zyklus wiederholen. Es sind auch Persönlichkeiten. Persönlichkeiten wiederholen sich? Jetzt wird's abgedreht. Ich sehe ein bisschen Matrix, ich sehe ein bisschen Mass Effect. Wahrscheinlich sind wir jetzt so eine Art Außerwelt, ne? Ja, die Pyreier nannten sie Boten. Kurz bevor die Läuterung bevorsteht, erscheinen sie wie ein Naturgesetz. Eine Art Antwort auf den roten Wahnsinn. Ich bin einer davon, genau wie ihr. Und während ich die Rolle des Herrschers erfülle, fällt euch die Rolle des Propheten zu. Ich soll ein Prophet sein? Es klingt skurril, ich weiß. Aber es ist die Wahrheit. Eure Geschichte deckt sich perfekt mit den Beschreibungen. Und all das, der Zyklus, diese Läuterung, sind der Grund dafür, dass euch Narasuls ehemalige Magier begleitet haben, Funkenschlag, Pegas und die anderen. Ist noch mehr? Ah. Okay. Ja, ehemalige Feinde oder nicht, beide Seiten haben das Ausmaß dessen begriffen, was uns droht. Und das magische Wissen Narasuls ehemaliger Magier ist immens. Genau wie die Manneskraft des Heiligen Ordens. Auch wenn nicht jeder der Hüter das so sieht. Warum sollten wir ein Bote sein? Ich weiß es nicht. Der Magier Funkenschlag hat mir eure Geschichte erzählt. Und so tragisch euer Schicksal auch ist, anders als ich wart ihr vor eurer Wandlung unbedeutsam. Vielleicht kann es also jeden treffen. Vielleicht aber haben wir das Muster, nach dem die Boten gewählt werden, einfach noch nicht verstanden.
Wenn ich eine Rolle spiele, heißt das, irgendwas kontrolliert mich, uns? Nein, wie ich bereits sagte, die Boten erscheinen schlicht und einfach mit dem Anfang des Endes, wie Figuren auf dem Schachbrett. Was uns ausmacht, sind Fähigkeiten. Wie und für was wir sie einsetzen, ob wir scheitern oder siegen, das liegt bei uns. Okay, und was bedeutet das nun für mich? Was macht diesen Propheten aus? Zum einen eure Macht. Ihr tragt das Potenzial in euch, jede Fähigkeit in einem Bruchteil der Zeit zu meistern, die man gewöhnlicherweise benötigen würde. Das habt ihr selbst wohl schon bemerkt. Und zum anderen eure Fähigkeit, in die Vergangenheit zu blicken. Und damit in die Zukunft. Die Vergangenheit und damit in die Zukunft? Wie meint ihr das? Eure Visionen sind ein Fenster zur Vergangenheit. Und dadurch, dass jeder Zyklus durch dieselben Ereignisse geprägt ist, auch in die Zukunft. Ihr seht, was geschehen ist und damit, was wieder passieren wird. Diese Gabe macht euch für uns unverzichtbar. Und deshalb will ich eure Hilfe. Das klingt schon irgendwie cool. Lasst euch glauben, dass wir diesen Zyklus überwinden können, wenn hunderte Zivilisationen vor uns dran geschneitert sind. Gute Frage. Das ist die falsche Frage. Die richtige ist, welche Alternative wir haben. Warten und sterben? Was habe ich davon, euch zu helfen? Wenn es Reichtum und Macht ist, was ihr sucht, dann sollt ihr es haben. Der Orden hat von beidem genug. Auch wenn mich diese Frage enttäuscht. Und wenn mich all das nicht interessiert... Hohle Worte. Ihr wisst, dass es das einzig Richtige ist, egal wie sehr ihr euch das Gegenteil einredet. Wir beide ähneln uns mehr, als ihr glaubt. Ja gut. Überlegen muss ich da jetzt nicht. Na gut, wenn ich irgendwie helfen kann, dann werde ich das tun. Das wollte ich hören. Eines gibt es aber noch, bevor die eigentliche Arbeit beginnt. Ich will, dass ihr unserem Orden beitretet. Und damit ihr das könnt, müsst ihr eine Prüfung ablegen. Bei dem Orden beitreten, ist das wirklich nötig? Ja, ganz egal, was ihr von unserer Geschichte haltet. Wir sind der einzige Bund, der die Kraft hat, dem Zyklus entgegenzustehen. Und wenn ihr Teil unserer Mission werden wollt, müsst ihr vollen Zugriff auf unser Wissen und unsere Ressourcen haben. Es wird schon so genügend Stimmen im Orden geben, die gegen euren Beitritt genauso revoltieren werden, wie gegen die Anwesenheit der nerimesischen Magier. Seht es also als Ehre oder Notwendigkeit. Es liegt bei euch. Okay, was für eine Prüfung wäre das? Es ist die Prüfung, die von den Novizen absolviert werden muss, wenn sie zum Hüter erhoben werden wollen. Nur die Besten der Klosterschule bekommen überhaupt eine Chance. Und obwohl ihr kein Noviziat durchlaufen habt, will ich, dass ihr an der Prüfung teilnehmt. Jetzt gerade sind zwei Novizen zum Ritualplatz unterwegs. Ich habe sie bereits von eurem Kommen unterrichtet. Ihr habt sie bereits informiert. Woher wusstet ihr, dass ich zusagen würde? Ein Gefühl. Belassen wir es dabei. Wer sind diese beiden Novizen? Ich kenne sie nur flüchtig, aber beide sind ungewöhnlich talentiert und haben hart für die Prüfung trainiert. Aber macht euch euer eigenes Bild. Das sind bestimmt zwei eingebildete Fatzken. An der Grenze des Herzlandes, die zum Flüsterwald führt. Sie warten dort auf euch. Nehmt einfach den Myraden dorthin, sprecht mit Siegelmeister Bartar und gebt ihm dieses Päckchen. Und dann folgt seinen Anweisungen. Ah, und eines noch. Es ist selbstverständlich, aber behaltet euer Wissen um den Tod der Lichtgeborenen für euch. Nicht, dass ihr damit ernsthaft Schaden anrichten könntet, aber im schlimmsten Fall werden euch wegestreue Menschen für einen Heretiker halten. Wenn der Zyklus aufgehalten ist, werden wir beraten, wie wir damit umgehen. Ob und wann wir es den Menschen sagen. Aber jetzt nicht. Das steht fest. Nun geht. Je eher wir diese Formalität erledigt haben, desto besser. Okay. Das klingt ja echt noch eine coole Geschichte. Jetzt verstehe ich auch, warum man überall liest, dass es einem schwerfällt, die Nebenquests zu machen, wenn eigentlich die Hauptquest so interessant ist. Muss ich echt zustimmen, dass es so ist. Aber das ist jetzt gerade ein wunderschöner Cliffhanger, war es mal ein bisschen eine Story-Folge. Und wie es weitergeht, das sehen wir dann morgen bei Enderal. Bis dann!